Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von JTE Business Kanal mit Jasmin. Hallo. Und mir, dem Vito. Und heute geht es um das generelle Arbeits- oder Betriebsklima. Also nicht die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit, sondern wie die Menschen miteinander umgehen. Genau, wie die Stimmung ist und ob man so die Leute dazu bringt, dass sie frühest kaum noch aus dem Bett kommen oder dass sie am liebsten gar nicht mehr aus der Firma raus wollen. Und da gibt es ein paar entscheidende Faktoren, die schon bei neuen Mitarbeitern losgehen. Ich mache gleich mal den ersten. Und zwar, wenn Sie neue Mitarbeiter einstellen, wenn Sie denn irgendwann mal soweit sind, dann lohnt es sich, denen gleich am Anfang mal was von Ihrem Unternehmen zu geben. Das kann zum Beispiel so eine Willkommensmappe sein, wo kurz so nochmal die Geschichte der Firma drin erwähnt ist auf ein paar Seiten, wo schon mal die wichtigsten Unterlagen und Belehrungen drinstehen, wo zum Beispiel so eine kleine Anrufliste dabei ist, wie man zum Beispiel im Krankheitsfall anrufen kann, wo zum Beispiel auch schon mal die erste IT-Belehrung und Datenschutzbelehrung und mit drin sind, wo vielleicht auch noch ein kleiner Schreibblock, vielleicht noch ein Kugelschreiber von der Firma natürlich oder sogar vielleicht so eine Art Schlüsselband drin ist. Und das schafft nämlich Identifikation. Und zum anderen haben sie den Leuten dann etwas gegeben und die stehen dadurch unbewusst gleich ein bisschen in ihrer Schuld. Das muss nichts Teures sein, das können durchaus so Kugelschreiber und Schreibblöcke sein, die es im Werbebedarf bedruckt für ihren 10.000er-Pack für 10 Euro gibt. Aber man muss den Leuten etwas geben. Also was zum Beispiel sehr beliebt ist, wenn Sie ein Sicherheitsgebäude haben oder ein Gebäude mit verriegelten Türen in dem Sinne, dann haben die meisten Leute ja so eine PKI-Karte, also eine Chipkarte, da ist so eine RFID-Chip und eine Antenne drin, hält man dann vor so ein Lesegerät und dann geht die Tür auf. Und bei den meisten Leuten ist das so, dass diese Karte entweder im Portemonnaie rumfliegt oder irgendwie mal verschütt geht. Was da immer sehr beliebt ist, sind diese Hüllen für diese Karte, wo man sie so reinschieben kann und die man dann am Gürtel festmachen kann. Und da aber nicht diese billigen Dinger mit dieser kleinen Kordel, mit dieser Schnur, die dann relativ schnell durchreißt, sondern es gibt da welche mit so Metall, also mit so Metallelementen, die dann so richtig ineinander reinhaken, wo man sich, ich sag's mal, an Anführungsstrichen dranhängen könnte und das passiert nichts. Wenn Sie sowas haben, sowas Hochwertiges und das Ihren Mitarbeitern geben, dann freuen die sich richtig. Also wie gesagt, entweder das Schlüsselband mit so einem kleinen Einschieber, wo die Karte rein kann, das bringt es auch schon mal. Oder halt eben so eine kleine Gürtelschnalle, das ist dann so ein kleiner Metallkreis und die gibt es halt eben, wie gesagt, entweder mit so einer richtigen Kette aus verschiedenen Gliedern oder mit einem gar nicht mal so dünnen Draht, der ist auch schon relativ stabil, nur sollten Sie halt vermeiden, dass es Kunststoff ist. Also etwas wertiger das Ganze machen. Und ja, die Variante mit der Gürtelschnalle ist fast am praktischsten. Wird von Männern sehr, sehr gerne genommen. Bei Frauen ja vielleicht doch eher lieber durch das Schlüsselband. Und je nach Geschmack halt eben. Vielleicht auch beides, weil es sind beides relative Pfennigsartikel eben. Werbebedarf. Können Sie auch Ihre Firmenlogo als Aufdruck drauf printen lassen. Und also was sich auch noch empfiehlt, wenn Sie neue Mitarbeiter einstellen, unterschreiben die ja in der Regel so, ich sag's mal, so einen 500-Seiten-Vertrag, wo dann unter anderem auch Datenschutzerklärung drin ist und Belehrung und die Hausordnung und so weiter, dass man den Leuten zum Beispiel die Datenschutzrichtlinien und auch nochmal die Hausordnung dann mit reingibt, damit die Leute dann nochmal nachlesen können, sondern dann, ach, das habe ich damals unterschrieben, ist ja ein Ding. Dann hat der Mitarbeiter zum Beispiel auch gleich gar keine Ausrede mehr, wusste ich vorher nichts von. Also das ist grundsätzlich sowieso, wenn ich mal kurz unterbrechen darf, ein Hinweis, wenn Sie denen irgendwas zum Unterschreiben geben, auch irgendwelche Belehrungen, Verordnungen, auch irgendwelche Arbeitsanweisungen, geben Sie denen grundsätzlich auch Ihren Mitarbeitern auch ein Exemplar für deren eigene Unterlagen, dann haben Sie nämlich keine Ausrede mehr, dass Sie von nichts gewusst haben. Apropos Arbeitsanweisung, damit wir da gleich mal an der Stelle nochmal reingrätschen. Es gibt natürlich nicht nur Willkommenspackages in handlicher Form ausgedruckt, sondern es gibt auch welche digital. Und wenn Sie natürlich ein Unternehmen haben, was in der IT, das heißt, man sich mit der IT sich beschäftigt und schon mehrere Jahre existiert, sind natürlich auch Arbeitsanweisungen angefallen, bevor die neuen Mitarbeiter in Ihr Unternehmen stießen. So, und da ist es natürlich sehr empfehlenswert, wenn man diesen neuen Mitarbeitern auch diese Arbeitsanweisung zur Verfügung stellt. Oh ja. Nicht ausgedruckt, das ist jetzt nicht notwendig, sondern per E-Mail, wenn es rein informativ ist. Wenn die natürlich unterschreiben müssen, von wegen, ja, ich habe verstanden, dass da einer existiert, wird er natürlich ausdrucken.
Ja, aber dass da an der Stelle halt nichts verloren geht, dass die nicht bewusst ins offene Messer rennen und sie dann sagen, ach, wieder vergessen. Ja, und dass man das quasi gleich vorbereitet, genauso wie eine Liste mit wichtigen Ansprechpartnern oder gar mit wichtigen Leuten, wie zum Beispiel, also wenn sie natürlich der Chef von der Firma sind und sie rennen da sowieso die ganze Zeit durch die Gegend, brauchen sie es nicht. Aber wenn sie zum Beispiel nur Niederlassungsleiter sind und es gibt dann halt noch ein paar, also Standortleiter und Regionalleiter und irgendwann oben kommen dann die C-Level und die kommen vielleicht auch mal bei Ihnen in Betrieb und gucken sich das Ganze an, dass dann die Gesichter auch mal gesehen werden, nicht dass dann einer von Ihren Mitarbeitern da an der Kaffeemaschine steht, schön abledert über die Firma, ja, und dann stehen da der CEO und noch zwei ganz wichtige Leute dann von der Firma daneben und hören das und denken sich, ach du Scheiße, fragen den Kollegen was und der Kollege dann, wer bist du denn? Damit sowas möglichst nicht passiert. Ja. Also alles das, was entscheidend sein könnte, sinnvoll gruppieren, bündeln und dann dem Mitarbeiter geben. Also zum einen die Arbeitsanweisung, da kann man zum Beispiel auch in internen Netzwerken mal ein paar PDFs zurechtmachen und die hinterlegen in öffentlichen Ordnern oder eine HTML-Seite bauen oder falls man eigene Nachschlage und Schulungsseiten oder Netzwerk oder Software hat, das auch dort mal hinterlegen. Eigene Wissensdatenbanken sind auch sehr beliebt für sowas. Intranetseiten zum Beispiel in einem geschützten Bereich, weil die Arbeitsanweisungen sollten jetzt vielleicht nicht unbedingt auf dem Internetauftritt der Firma zugänglich sein. Und zum Thema CEOs und wer ist wer? Beim Wer ist wer sind wir schon beim richtigen Punkt, und zwar auf Neudeutsch heißt das ein Who is Who. Und zwar meinetwegen als so eine Art Tafel. Zum einen ein Who is Who der Abteilung, nach dem Motto, wer ist hier überhaupt Chef? Also quasi Teamleiter, um mal eine Ebene vollkommen willkürlich rauszupicken. Wer sind meine Supervisor? Und in welchem Tower oder in welcher Abteilung, in welchem Großraumbüro bin ich jetzt? Wer ist da mein Chef? Mit Telefonnummern und vielleicht sogar auch E-Mail-Adressen. Und das vielleicht auch für jede Abteilung machen. Und vielleicht auch irgendwo im Foyer sogar nochmal für die ganze Firma. Wer ist der Chef von dem Laden? Wer ist der Chef vom Marketing? Wer vom Vertrieb? Wer von den Finanzen? Wer vom Personalbüro? Dass man da alles nochmal hat. Eine Art, wirklich ein richtiges Who is Who. Und vor allen Dingen die Informationen auch aktuell halten. Vielleicht sogar auch mit Foto. Es bringt allerdings nichts, wie gesagt, wenn die Informationen nicht aktuell sind und da grinsen mich irgendwelche Leute an, die schon seit einem Jahr nicht mehr im Unternehmen sind. Oder ich rufe da an und habe statt meinem SV, meinem Supervisor, auf einmal den CEO am Telefon. Das ist scheiße. Dann bringt das ganze System nichts mehr. Also wie gesagt, sowas auch unbedingt aktuell halten. Aber die Leute können sich sofort informieren, wen muss ich denn überhaupt wegen irgendwas sprechen? Weil die Kommunikation läuft ja auch nicht etwa flach zu flach. Wenn ich jetzt quasi als normaler Mitarbeiter irgendeinen Wunsch oder irgendeinen Vorschlag an die Bewerbungsabteilung habe, dann läuft das ja auch nicht flach, sondern ich kommuniziere das bei mir nach oben, die kommunizieren das rüber. Also quasi mein Abteilungsleiter vom meinetwegen Vertrieb kommuniziert das zum Abteilungsleiter vom Personalbüro rüber und die kommunizieren das nach unten. Und da muss ich natürlich überhaupt erstmal wissen, als normaler Mitarbeiter, wem muss ich denn da was sagen? Wen kann ich denn da überhaupt wie erreichen? Das Zauberwort ist da Transparenz. Transparenz ist da das A und O, wie du so schon schriebst im Skript. Und Transparenz ist innerhalb der Firmen extrem wichtig und das ist auch schon nochmal, da ist auch sehr hilfreich nochmal einen Punkt anzubringen, den wir glaube ich im Video der Schwarmdummheit schon mal hatten, nämlich, dass es auch durchaus sehr praktisch sein kann, die Leute, wenn sie die nicht sofort auf dem Punkt irgendwo eingesetzt brauchen und nicht sofort auf dem Punkt nur für, sagen wir mal, ein halbes Jahr oder ein Jahr für ein bestimmtes Projekt einstellen oder so, dann ist es vielleicht auch eine Spitzenidee, die mal so 2 bis 4 Wochen durch jede Abteilung laufen zu lassen. Zum einen lernen die Leute kennen, zum einen lernen die auch die Prozesse und Abläufe innerhalb verschiedener Abteilungen kennen und die entwickeln ein viel besseres Verständnis für den Gesamtablauf des Unternehmens, haben also nicht nur ihre Scheuklappen, dass sie nur sehen, was macht meine Abteilung und die anderen sind doch alle doof und arbeiten nur gegen uns.
diese interne Konkurrenz der Abteilung untereinander wird also drastisch reduziert, sondern sie lernen auch die Leute kennen, es entsteht ein persönlicher Kontakt, vielleicht sogar ein persönlicher Draht, das Betriebsklima wird viel besser, eben weil auch diese kleinen Kriege zwischen beispielsweise Marketing und Vertrieb und Buchhaltung und Personalbüro entfallen. Das Marketing will ständig mehr, der Vertrieb will ständig mehr Leute haben, die Klinken putzen gehen. Das Personalbüro sagt, ja spinnt ihr, wir können uns doch hier nicht mehr Leute leisten. Lasst die gefälligst länger arbeiten, die ihr habt, oder lasst die in Schichten durch die Hausflur rennen. Und um sowas halt eben zu vermeiden, einfach mal die Leute, die man langfristig halten will, einfach mal, ja, wie Praktika oder Projekte auch durch verschiedene Abteilungen laufen lassen, bevor sie an ihren eigentlichen Job anfangen. Dann kennen sie das Unternehmen, dann haben sie auch die Kontakte. Und wenn sie dann noch so ein Who is Who haben, das kann zum Beispiel auch sehr gut auf der Intranet-Seite der Firma gepflegt werden. Also man muss es jetzt nicht unbedingt in einem Raum an der Wand kleben haben, aber auch IT-technisch auf einer Intranet-Seite oder in so einer Wissensdatenbank ist es Gold wert. Allerdings, wie gesagt, am besten immer mit Fotos. Und ja, der Chef darf sein Foto auch etwas photoshoppen. Als Ausrede kann er ja gelten lassen, er hätte heute einen schlechten Tag, wenn er deutlich älter aussieht und sich die Augenringe hat wegmalen lassen. Was Sie bei der Gelegenheit auch gleich mit anbringen können, ist, wenn Sie eine Vision für Ihre Firma haben, das ist ja sowieso mal das Optimum, dass Sie die gleich dann noch mit, ja, visualisieren auf den Ausdrucken. Das muss jetzt nicht unbedingt eine Kopfzeile sein, wo das Logo Ihrer Firma drin ist und daneben immer gleich die Vision. Seien das nur 3-4 Worte, dann mag das durchaus funktionieren. Aber dass quasi immer wieder ins Gedächtnis gerufen wird, weswegen ist man da? Was macht diese Firma? Wo will diese Firma hin? Genau. Zum Beispiel auf jeder dieser Who-is-who-Blätter oder der Intranet-Seiten. Oder zum Beispiel ist das auch eine sehr schöne erste Seite in der Begrüßungsmappe, bevor Sie Ihr Unternehmen eigentlich vorstellen, dass Sie erstmal die Vision Ihres Unternehmens erläutern. Und wenn jeder so eine kriegt, kann er sich nämlich auch nicht rausreden, von der noch nie was gehört zu haben und nur wegen des Geldes hier zu sein. Genau, zum Thema Unternehmensvision und was Ziele sind, da haben wir nochmal ein extra Video gemacht. Schauen Sie sich das diesbezüglich nochmal an, da gibt es explizite Unterschiede. Aber das halt, je öfter man quasi etwas immer wieder den Leuten visuell vor Augen führt, desto mehr wird es halt verinnerlicht, erstmal durchs Unterbewusstsein. Und wenn es im Unterbewusstsein immer so ein bisschen vor sich hin schlummert, dann wird es auch durch ganz viele andere Dinge immer wieder getriggert. Genau. Also getriggert heißt ins Bewusstsein gerufen. Und in dem Moment haben Sie viel erreicht, wenn das eben klar ist, wo das Unternehmen hin will und nicht gerade Ihre Abteilung sagt, ja, das ist ja eine schöne Unternehmensvision, aber hat nichts mit dem zu tun, was wir hier machen. Genau. Dann ist es ein bisschen kontraproduktiv, aber ich glaube, dann haben Sie auch ein anderes Problem. Dann haben Sie sowieso ganz andere Probleme. Dann ist entweder die Vision schlimm oder ja, die Abteilung sollte mal etwas, ja, was auch immer man in diesen Fällen mit solchen Abteilungen macht. Die Buchhaltung kann man vielleicht nicht komplett rausschmeißen und ersetzen, aber dann sollten Sie führen. Aber dazu kommen wir ein andermal. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, nehmen wir mal an, Sie haben neue Mitarbeiter, die alle total intrinsisch motiviert sind. Auch dazu hatten wir schon ein Video gemacht. Und die jetzt unbedingt an Ihrem Projekt arbeiten wollen. Aber leider gibt Ihre Leidenschaft das nicht so ganz her. Und wie kriegen Sie die Leute dazu, dass die zum Beispiel, ähnlich wie bei Google oder Facebook, fast bei Ihnen wohnen? Denn selbst wenn wir nur den mitteleuropäischen Maßstab nehmen, den deutschen, dass die Leute nur 40 Stunden in der Woche bei Ihnen in der Firma sind, dann ist das nach Schlafen schon die zweitmeiste Zeit, die Leute in ihrem Leben verbringen. Das also ist mehr Zeit, als sie wach mit ihrer eigenen Familie verbringen. Ich schreibe das jetzt kurz mal kurz, aber das erste Thema war ein Who is Who. Genau. Und das zweite ist, wenn die Leute einen ganz normalen 40-Stunden-Vertrag haben und meinetwegen auch noch eine Stunde Pause drin haben, bei einer 5-Tage-Woche sind die schon mal 45 Stunden Minimum an dem Unternehmen. Jetzt gehen wir mal davon aus, die sind ein bisschen pünktlich, deutsche Pünktlichkeit, also 10 Minuten vor der Zeit ist das deutsche Pünktlichkeit und gehen auch nicht Punkt, wenn die Zeit abgelaufen ist, sondern dann vielleicht noch 5 bis 10 Minuten länger. Dann kann man davon ausgehen, dass die
46 bis 47 Stunden. Ich schreibe jetzt einfach mal 46 Stunden auf. Genau. 46 Stunden pro Woche bei Ihnen sind. Wenn die jetzt einen Fahrtweg von einer Stunde pro Richtung pro Tag haben, sind das schon mal 10 Stunden, die Sie auch mit der Firma sozusagen gedanklich verbringen, weil das kommt jetzt auch nochmal mit dazu. Genau. Und dann sind wir schon mal bei 56 Stunden pro Woche, die die Leute nur mit der Firma beschäftigt sind. Und rechnen wir mal weiter. Wir haben 24 Stunden am Tag. Lassen wir die Leute mal 7 bis 8 Stunden schlafen. Das heißt, die Leute verbringen den Großteil ihres bewussten Tages mit Arbeit. Einen Teil davon sicherlich mit dem Weg zur Arbeit. Aber 8 Stunden am Tag ist und bleibt der größte bewusste Teil des Tages auf Arbeit. Wir können es mal hier ausrechnen, also 24. Genau. 24 haben wir an sich. Dann haben wir 8 Stunden Schlaf. Genau. Dann fallen die Leute ja nicht aus dem Bett direkt in die S-Bahn, sondern sagen wir mal noch mit Frühstück und die gehen dann aus dem Haus nochmal eine Stunde. Genau. Dann haben wir gesagt, eine Stunde Fahrtweg. Genau. 8 Stunden plus eine Stunde Pause sind 9. Sagen wir mal, die sind 9,5 Stunden da. Mhm. Dann müssen die auch wieder nach Hause kommen. Eine Stunde Heimweg. Nochmal eine Stunde. Dann haben wir 8, 9, 10, 11 plus 9,5 sind wir bei 21,5. 20,5. 20,5. Das heißt, den größten Teil ihres Tages. So, zu 24 fehlen dann noch 3,5 Stunden. Genau. Der für die Familie dann bleibt. Das heißt, das, was die Leute an Arbeitstagen sehen, die Kollegen. Genau. Familie. Genau. Sie sehen das nicht mal die Hälfte. Mhm. Am Wochenende logischerweise ist es andersrum. Das heißt also, dass einige Leute, wenn die sich sogar noch arbeiten, nach Hause in den Workaholics sind, mehr Kontakt, auch visuelle Optik, mit den Kollegen haben, mit den Vorgesetzten, als mit der eigenen Familie. Zum Beispiel auch gleich nochmal ein Hinweis, ein Grund an alle Leute, die sich keine Arbeit mit nach Hause nehmen. Achten Sie mal drauf, was Ihre Familie auch macht und von Ihnen erwartet. Genau. Nicht wenige Ehen sind daran kaputt gegangen. Aber dazu später. Genau. Und gerade weil dieses Verhältnis eben so extrem ist, ist und bleibt die Arbeitsstelle eben das zweite Zuhause. Deswegen ist es nicht nur wichtig, dass der Mitarbeiter sich wohlfühlt im Unternehmen, dass die Transparenz im Unternehmen da ist, sondern dass eben auch die intrinsische Motivation da ist. Und wie wir die intrinsische Motivation machen können, das erklärt gleich der Video nochmal. Denn wichtig ist jetzt auch, dass die Leute sich an ihrem Arbeitsplatz, auf ihrer Arbeitsstelle, möglichst wohlfühlen. Es gibt durchaus dokumentierte Fälle von zum Beispiel großen neuen Konzernen, Google, Facebook, dass die ihre Anlagen, ihre Liegenschaften, sie nennen es Campus, so angelegt haben, dass die Leute wirklich nur noch zum Schlafen und teilweise noch nicht mal das heimgehen. Wie können Sie das jetzt bei Ihnen zumindest nicht ganz so herausfordern, aber die Zeit erleichtern? Zum einen, fangen wir mal in den Pausenräumen an, nicht nur Kaffeeautomaten hinstellen, sondern zum Beispiel auch ganz viel für kühle Getränke sorgen. Und da aber auch nicht nur die üblichen Zuckerbomben einer bekannten rot-weißen amerikanischen Softdrinkfirma, sondern auch vor allen Dingen viel Mineralwasser. Das ist viel gesünder und baut viel mehr auf. Bauen Sie meinetwegen auch einen Saftautomaten daneben, wo mindestens eine Sorte, meinetwegen der O-Saft und auch das Wasser, wie der normale Kaffee kostenlos ist. Geht ein bisschen ins Geld, putscht aber viel mehr auf und Sie sind nicht nach einem halben Jahr nur noch von Koffein-Junkies umgeben. Also als Hinweis jetzt nochmal, wenn Sie jetzt sagen, Mensch, ich brauche doch Zucker, Zucker ist doch Energie. Ja, wir alle kennen das mit den Kohlenstoffketten. Je kürzer die sind, diese Kohlenstoffketten, desto schneller gehen sie ins Blut, desto schneller kann der Körper daraus Energie gewinnen. So, jetzt haben Sie das Problem, dass wenn Sie zum Beispiel jetzt unterschiedliche Leute haben, Sie haben zum Beispiel diese Koffein-Junkies, Sie haben die Leute, die gerne Süßigkeiten futtern am allerliebsten und Sie haben die Sportler. Das Letzte, was die Sportler machen werden, ist ihren Körper darauf umstellen, dass er nur noch auf Zuckerbasis verbrennt.
sondern die sagen sich, nee, der Mensch ist dazu da, also der biologische Körper ist dazu da, die Fauna, dass Fett verbrannt wird, nicht Zucker. Zucker ist was Künstliches, das hat der Mensch quasi sozusagen geschaffen, abgesehen von Fruchtzucker. Ja. Das soll nicht die Energiequelle sein. Das heißt, dass diese Leute keine zuckerhaltigen Getränke konsumieren werden. Wenn sie dann nur noch, ich sage jetzt mal, so eine Möglichkeit haben, dass sie sich Wasser aus der Wand hier, ja, aus dem Wasserhahn holen, dann sind die sauer. Das heißt, sie sollten darauf achten, dass sie ein ausgewogenes Verhältnis haben. Genau. Das mit dem Koffein-Junkie, das ist gar nicht mal so weit hergeholt. Tatsache, auch Google und Facebook, also da gibt es diverse Dokumentationen, schauen Sie sich die mal im Internet an, das lohnt auf jeden Fall, haben festgestellt, dass alles das, wo viel Zucker drin ist, beziehungsweise auch diese Energy-Drinks, dass die zwar kurzzeitig kicken, aber spätestens nach einer Stunde nicht mehr. Weil, jetzt kommen wir zur Biologie, der Zucker wird zwar schnell vom Körper absorbiert, allerdings putscht das natürlich den Insulinpegel hoch. Und sobald der hoch ist und der Zucker, also ja, Sie haben jetzt, wir stellen uns jetzt hier mal unseren Bauch vor. Kurzer Exkurs, wir sind gleich durch. Ja, dann haben Sie hier ganz viel Zucker drin. Dann sagt sich der Körper, oh super, Energiequelle, brauche ich. Und tut ganz viel Insulin produzieren, um den Zucker abzubauen. Jetzt ist der Zucker relativ schnell abgebaut. Bei Fruchtzucker geht es noch schneller ab. Jo. Allerdings ist da der Insulinpegel nicht ganz so hoch, der ausgeschüttet wird. Der Zucker ist weg, Insulin ist noch da. Was ist die Reaktion daraus? Ah ja, Hunger, irgendwas Süßes. Schon denken die Leute die ganze Zeit nur noch daran, wie kriege ich das nächste Süße her? Rennen wieder zum Kaffeeautomaten, um sich Zucker zu holen. Oder zum Snack, oder zur Cola. Oder, um sich sowas, um den nächsten Zucker sich zu holen. Zucker hat diverse andere unschöne Eigenschaften, darauf gehen wir jetzt nicht ein in der Biologie, was kurzerhand dazu führt, dass die meisten Leute aus dem Leim gehen, insbesondere wenn es ein Bürojob ist, unzufrieden sein, werden, Krankheitsquote geht hoch, das ist wirklich so, die geht hoch, da gibt es nicht durch die Decke, aber sie geht hoch, definitiv, und an sich, je mehr Leute sich dann quasi immer wieder was nachholen, weil es ist ja wie eine Droge, das kommt ja nicht von irgendwo, der Spruch, ja, desto mehr höhere Ausgaben haben sie auch. Deswegen jetzt nicht zuckerhaltige Getränke verteufeln und weg damit, aber eins, allerhöchstens zwei. Und dann auch mit wenig Zucker. Genau. Es gibt Fruchtsäfte, die sind angereicht mit ein bisschen Zucker. Das ist okay. Ansonsten, es gibt auch welche, die gaukeln dem Körper zwar vor, das ist Zucker Stevia zum Beispiel, ja, schmeckt doch süß, aber da haben sie quasi den ähnlichen Effekt. Der Körper denkt, ey, Zucker, toll, schüttet Insulin aus. Dann sagen sie dem Körper April, April und dann sagt er, ja, nichts ist. Ich habe hier Insulin, jetzt hast du Hunger, ne? Genau. Also auch das hilft nicht, wenn sie, ich sage jetzt mal die Extremvariante, ja, wenn sie jetzt nur an die Sportler denken, dann würden sie den zwei, drei verschiedenen Mineralwasser zur Verfügung stellen, mit Kohlensäure, mit wenig Kohlensäure, ohne Kohlensäure, von zwei, drei verschiedenen Marken, dass sie sich da was aussuchen können, und Fruchtsäfte. Genau. Konzentrierte Fruchtsäfte, also nicht mit Zuckerzusatz oder ähnliches, so Multivitaminsaft und so weiter. Das hat den lustigen Vorteil. Also erstmal, wenn die Leute Durst haben, trinken sie Wasser. Genau. Nicht irgendwelches zuckerhaltige Zeug. Weil, wenn sie schon mal Sport gemacht haben und mal viel gerannt sind und so weiter, das Letzte, was sie danach trinken wollen, wenn sie völlig außer Atem sind, ist irgendein zuckerhaltiges Getränk oder ein Energy-Drink. Das trinken sie, wenn es hochkommt, vorher. Nein, sie wollen danach Wasser. Genau. Und genauso ist das dann, wenn sie dann halt quasi, oh, ich brauche jetzt dringend eine Pause und ich habe Durst und so weiter, dann, wenn die Leute dann Wasser stehen haben, dann trinken die auch Wasser. Genau. Dann trinken die nicht den Rest, um dann wieder sich abhängig zu machen. Und bei Fruchtsäften hat es den lustigen Vorteil, also zum einen haben die Leute schnell Energie, weil Fruchtzucker ist nur noch kurzkettiger, ne, als Rohrzucker. Geht also noch schneller ins Blut. Sie kennen das vielleicht von Dextroenergen. Ne, quasi das löst sich schon auf der Zunge auf und geht dann gleich ins Blut. Wobei das Traubenzucker ist, aber Fruchtzucker ist ähnlich. Ja, Traubenzucker ist noch ein Stück kürzer. Aber die nehmen unbewusst Vitamine auf. Vitamin C ist das wichtigste Vitamin, was wir haben. Mhm. Und das, was am schnellsten abgebaut und kaputt ist. Nicht denken, ja, ich esse morgens eine Apfelsine und das reicht einen Tag. Nee, nach 6 bis 8 Stunden ist Vitamin C weg. Entweder ausgespült, verbraucht oder kaputt. Das heißt, wenn Sie den Leuten Fruchtsäfte zur Verfügung stellen, wo Vitamin C drin ist, und die trinken tagsüber jetzt morgens was, mittags ein Gläschen, und wenn sie dann noch kurz vorm Nachhause gehen sind, nochmal ein Gläschen, haben die einen guten Vitaminpegel im Blut, der das Immunsystem in,
ja, in Schuss sozusagen hält. Stärkt. Ich kann aus Erfahrung sprechen, ich war mal bei Strato angestellt, da wurde genau diese Theorie gefahren. Also wenn sie Kaffee haben wollten, ja, dann holen sie sich doch eine Kaffeemaschine, die Angestellten. Bei uns gibt's einen Wasserkocher, wenn die Leute sich quasi einen Tee machen wollen. Es wurden Früchtetees zur Verfügung gestellt. Mhm. Kein grüner, kein schwarzer Tee. Es gab 5 verschiedene Arten Mineralwasser. Und es gab 4 verschiedene Fruchtsäfte. Und was glauben Sie, wie viele Leute da Wasser und Fruchtsäfte getrunken haben? Das waren weit über 80%. Kaffee hat da kaum einer getrunken. Und die Krankenquote, die war 2%? 3%? Spürbar geringer zumindest als in vergleichbaren Unternehmen mit anderen Angeboten im Pausenraum. Genau, und das hat eben Google und so inzwischen auch erkannt. Die bieten sowas zwar noch an, also die haben hier so einen Kühlschrank. Ich hoffe, man sieht das hier noch, ja, müsste man gerade noch so sehen. Die haben hier halt so einen Kühlschrank mit so einer, zwei so einem Knopf dran. Dann haben sie hier halt so mehrere Etagen. Und dann stehen hier halt die Getränke. Und die ganzen bösen Getränke, die mit viel Zucker, mit Koffein, Energy Boost und all so ein Krampel, die stehen hier unten. Und da ist milchiges Glas. Die sind da. Man sieht die aber nicht von außen. Genau. Man muss erst aufmachen und nach unten gucken. Und dann sieht man die. Damit kann der Arbeitgeber sich nicht rausreden mit, ich denke doch nicht an euch. Aber unbewusst arbeiten die Leute, ey, das ist in Augenhöhe, was ist denn da? Und da packen sie das Gesündeste hin. Oder man kann zum Beispiel über die Automaten das auch ganz einfach über den Preis regulieren. Kaffee und zuckerhaltige Softdrinks kosten halt eben. Und Mineralwasser und die guten Säfte gibt es einfach so kostenlos. Oder es steht zum Beispiel immer ein Teller mit Obst oder es ist immer Obst im Kühlschrank für alle. Dass jeder sich nehmen kann, wenn er möchte. Und erfordert da auch ein bisschen Logistik, ja, aber wird sich lohnen, versprechen wir Ihnen. Also wenn Sie jetzt davon ausgehen, ja, dass sagen, für die Logistik und für den Aufwand, da könnte ich ja quasi, ich sage jetzt mal, 3 Arbeitskräfte bezahlen. Das ist okay. Wenn Sie aber eine Krankenquote, ich sage mal, Sie haben 100 Mitarbeiter, da rechnet sich das schon einfach, wenn Sie die Krankenquote von 10 auf nur 5% runterbekommen, haben Sie damit das Ersparnis von 5 Arbeitsplätzen. Wenn Sie da jetzt 3 abziehen, die nur sowas hier machen, haben Sie immer noch ein Ersparnis von 2 Fulltime, also FTE-Einheiten, also sprich 2 Vollangestellten. Zumal die Leute, die sich um die Säfte und die Kantinen und die Ausstattung der Automaten und mit Früchten und dergleichen kümmern, bestimmt nicht das gleiche Lohnniveau haben werden wie irgendwelche Ingenieure, die tatsächlich kreativ oder planend tätig werden oder irgendwelche Vorstandsmitglieder oder sonst wer oder richtige ausgebildete Fachkräfte. Genau, also es ist ungemein wichtig, dass der Mitarbeiter sich in dem Unternehmen gut aufgehoben fühlt, wie in der Familie zu Hause. Genau. Um die sorgt er sich, also seine Familie, um die sorgt er sich, das macht er mit seiner Arbeit beim Betrieb auch, aber die Familie sorgt auch für ihn, zum Beispiel mit Nahrung und so weiter. Und das wäre jetzt zum Beispiel der Fall. Das Who is Who, das muss auch gepflegt werden und genau. Vor allen Dingen, es muss immer ein Ansprechpartner für den Angestellten da sein, mit dem er reden kann, der nicht der Vorgesetzte ist und nicht der Kollege und auch nicht der Betriebsrat. Genau. So eine Art internen Psychologen zum Beispiel, wo sich die Leute gerne mal aushören können. Genau. Weil nichts ist schlimmer, als wenn die einzige Ansprechperson, die nicht der Vorgesetzte und nicht der Kollege ist, der Kollege sowieso, der weiß eben, über was man die ganze Zeit meckert, der Vorgesetzte soll es nicht wissen, weil man meckert eventuell über den Vorgesetzten und damit wäre die letzte Ansprechperson der Betriebsrat. Ja super, das ist genau das, was der Chef nicht will. Genau, also so. Einfach so eine Art Sockenbriefkasten und wichtig ist vor allem... Eine menschliche Person nicht unbedingt. Menschlichen, ja. Okay, wichtig ist vor allen Dingen auch, dass Sie auch quasi als Firma dem Mitarbeiter klar machen, dass Sie sich auch um ihn kümmern. Das kann man dann sogar noch etwas, je nach Größe des Unternehmens und Ausstattung, auf die Spitze treiben, indem man dann zum Beispiel auch sowas wie einen Betriebskindergarten einführt. Sagen Sie nicht, was ist das für eine Utopie? Gab es im Osten mehr als genug? Gibt es auch in Siemens immer noch, zumindest an einem Standort. Genau. Inzwischen ist es der Wohlrabedamm, früher war es mal der Siemensdamm oder der Werner Werkdamm. Werner Werkdamm.
Da gibt es ein Gebäude, hinterm Siemensdamm 50 ist ein kleines Gebäude, da ist ein Kindergarten drin. Eine Kita, genau. Die war mal 20 Stunden pro Tag offen. Inzwischen sind es nur noch 8. Also auch hier Obacht, ja. Also man muss das auch konstant dann so anbieten. Und vor allen Dingen, was glauben Sie, wie zum Beispiel auch die oft geforderte Frauenquote in Ihrem Unternehmen dann explodieren wird, wenn Sie sowas anbieten können? Wenn Sie zum Beispiel alleinerziehenden Müttern die Chance geben, gib einfach vor der Arbeit dein Kind hier bei uns ab, holst dir danach wieder ab, wir stellen sicher, dass das vielleicht sogar noch was lernt und schon ein bisschen Vorschule und sowas hat. Und die Frau kann derweil in Sicherheit beruhigt arbeiten gehen, weil sie weiß, ihrem Kind geht's gut, da wird sich drum gekümmert. Das Kind wird zum Beispiel auch gesund ernährt und dergleichen. Sagen wir von 6 bis 20 Uhr ist die Kita offen. Genau, und damit wird die Frauenquote in Ihrem Unternehmen explodieren. Wir versprechen es Ihnen. Sorgen Sie für Parkplätze, für die Möglichkeit, dass die Leute schnell was einkaufen können. Genau. Dass sie eine gute Verkehrsanbindung haben und dass sie eine Kita in der Nähe haben. Dass die Frauen nicht gezwungen sind, nur halbtags zu arbeiten, sondern auch Vollzeit arbeiten können. Und wenn sie selber Angestellte haben, auch mit Halbzeitangestellten, dann wissen sie, dass 2 Teilzeitkräfte deutlich mehr kosten als eine Vollzeitkraft. Auch wenn die stundenmäßig das gleiche arbeiten. Genau. Von daher, es lohnt auch an der Stelle darauf zu achten, dass Frauen Vollzeit arbeiten können, selbst mit Kind, was in die Kita muss. Genau. Auch da sparen sie. Weil es das ist ja nicht zum Beispiel die Betriebskita, was auch eine sehr gute Idee ist, wenn Sie zum Beispiel in Schichtarbeit in Ihrem Unternehmen haben oder längere Projekte in Ihrem Unternehmen haben, wo die Leute auch mal über Nacht bleiben, Stichwort Google und Facebook, wo die Leute schon fast dort wohnen. Banken. Banken zum Beispiel. Ist so eine Art 24-7-Kantine. Dass jetzt nicht unbedingt warmes Essen da bereitsteht, aber dass zum Beispiel ständig so eine Art Salatbuffet da ist. Also alles, was nicht schlecht wird. Also alles, was nicht schlecht wird, was man kühlen kann. Die Salate können ja auch abgepackt in einem Kühlschrank oder in einem Automaten bereitstehen. Schauen Sie mal durch den Supermarkt, da haben Sie genug Ideen. Genau, so wie die im Supermarkt angeboten werden. Obstsalate, normale Salate, Käse. Vielleicht Obst und Gemüse. Bisschen das ist sowas alles, ein bisschen Brot und ein bisschen Schnittkäse und dergleichen. Müsli. Vielleicht auch ein bisschen Wurst, dass sowas vielleicht angeboten wird in kleinen Mengen. Kann auch eine Kleinigkeit kosten. Wir sind ja immer noch in der Kantine und Kostendeckung darf nun mal sein, muss nun mal einfach sein. Darf allerdings nicht unbedingt des Gewinns wegen gemacht werden. Dass die Leute dann zum Beispiel auch in der Nachtschicht was essen können und dass nicht alle Schichten, die nicht zufällig von 12 bis 14 Uhr meinetwegen da sind, gesagt wird, haha, sieh doch zu, wo du was zu essen herkriegst. Da gibt es zum Beispiel super Varianten, also wenn sie den Mitarbeitern was Gutes halt tun wollen, dann haben sie, ich sag's mal, so eine Art Karte, die halten sie halt vor Automaten, sagen sie, okay, ich möchte das und das. Und dann wird das, was es kostet, von der Karte abgezogen, also wird auf der Karte vermerkt. Und das, was letztendlich auf der Karte sich angesammelt hat innerhalb von einem Monat, das wird vom Brutto abgezogen. Genau, das wird direkt mit dem Lohn verrechnet. Nicht vom Netto, der muss das da noch reinstecken. Dann denkt er nämlich, boah, ist das teuer, da gehe ich doch lieber zum Supermarkt um die Ecke. Sondern wenn er weiß, hey, das wird von meinem Brutto abgezogen, das kostet mich quasi, sag mal, das kostet jetzt 3 Euro. Ja, 3 Euro netto sind halt 3 Euro netto. Mhm. 3 Euro brutto sind nicht 3 Euro netto. Genau. Und dann holen die das auch. Und selbst da können sie dann sogar ein bisschen Gewinnmarge sogar arbeiten. Dann, wenn sie es vom Brutto abziehen. Also da gibt es 1000 Möglichkeiten, wie sie selbst das profitabel über die Bühne kriegen. Auch die technische Umsetzung ist total einfach. Also bitte da kann nicht auch jeden Krempel outsourcen. Bitte nicht sagen, genau. Ey, ja, Kaffeemaschine, da hole ich mir einen externen Anbieter. Kantine, ja, da hole ich mir einen externen Anbieter. Snackbar, da hole ich mir einen externen Anbieter, Logistik mit der Karte und IT, da hole ich mir einen externen Anbieter. Ja, dass sie dann kein Gewinn machen, ist klar. Halten Sie sowas ruhig im eigenen Unternehmen vor, je nach Unternehmensgröße natürlich. In einer kleinen Bude mit 4-5 Leuten muss ich mir nicht extra einen anstellen, der die Kaffeemaschine und die füllt. Das ist schon klar, da kann ich da schon mal zur Miete einen einnehmen. Aber wenn ich schon eine eigene Kantine und sowas habe, dann sollte ich auch die eigene Infrastruktur dafür da haben. Genau. Das waren so ein paar Anmerkungen. Wir wollen das jetzt nicht noch weiter auswalzen oder noch tiefer. Also bis so auf den Punkt körperliche Gesundheit. Genau. Da wird der Vito gleich nochmal loslegen. Genau, zur Kantine sind wir jetzt soweit fertig und zur gesunden Ernährung.
Aber wenn Sie zum Beispiel sich einen schönen neuen Turm in Berlin gebaut haben, einen Büroturm, und aber erst am Einziehen sind und noch gar nicht wissen, was Sie jetzt mit Ihren 30 Etagen alles machen, bauen Sie doch in eine Etage ein Fitnessstudio ein. Dass Sie den Leuten dann während der Arbeitszeit oder wenigstens kostenlos danach, wichtig ist an der Stelle kostenlos, weil Ihre eigenen Mitarbeiter, die Möglichkeit geben zu trainieren und sich fit zu halten. Jetzt sagen Sie nicht, wo gibt's denn sowas? Ja, wo haben Sie sich das ausgedacht? Gucken Sie mal bei der Polizei nach. Die dürfen das sogar während der Arbeitszeit machen. Die dürfen das sogar während der Arbeitszeit machen. Gut, die müssen auch eine gewisse Fitness haben und kriegen auch Fitnessprüfungen. Aber zum Beispiel hörte ich von der Mercedes-Benz-Bank, um mal eine Firma zu nennen, die in ihrem Turm in der Prenzlauer Straße, Greifswalder Straße in Berlin, ich glaube in der Greifswalder Straße in Berlin, Zweigwerkstraße hinterm Alexanderplatz, sich auch vor lauter Verzweiflung ein Fitnessstudio reingebaut haben. Und was soll ich sagen? Die Mitarbeiter sind top motiviert. Ich kenne dort eine Mitarbeiterin und die läuft jetzt bei Marathons mit und hat ihr ganzes Team zu Marathonläufern quasi auf die Art und Weise ein bisschen mitgetriezt. Und fitter Mitarbeiter ist auch einer, der sich gesund ernährt und der selten krank ist. Genau, das kommt nämlich automatisch mit dazu, dass sportlich begeisterte Leute sich immer bewusster und gesünder ernähren und dadurch fällt auch die Krankenquote ganz automatisch. Und die Leute sind gut drauf. Die sind gut drauf. Und glauben Sie mir, wenn Sie den ganzen Tag nur Ihren Kopf benutzt haben und Ihnen der Kopf raucht, was meinen Sie, wie gut es dann tut, in der Mittagspause sich mal eine halbe Stunde aufs Laufband oder auf den Crosstrainer zu stellen und dort mal zu laufen, an nichts zu denken, schön laute Musik durchs Ohr zu pusten und einfach nur mal auszupowern. Das Zauberwort ist da Workout. Workout. Beziehungsweise nicht Work-in, genau, sondern Workout. Das heißt nicht umsonst so. Na, dann natürlich, wenn Sie ein Fitnessstudio einbauen und auch gleich dann Spinte, Duschen. Umkleidemöglichkeiten müssen dann natürlich auch mit vorhanden sein. Also nicht einfach nur in irgendeinen Nebenraum drei Laufbänder rein und einen Crosstrainer und das war's. Ein bisschen mehr sollte da schon sein. Gucken Sie sich mal eine McFit an, was da alles zur Verfügung steht und was gut frequentiert wird. Und da sagen Sie sich, okay, die sinnvollsten Sachen holen sich da rein. Und dann reichen auch, ich sage jetzt mal, 50 Quadratmeter, 60 Quadratmeter. Genau. Also ein größerer Raum. Es muss nicht eine ganze Etage in Ihrem Turm sein. Kann man natürlich machen. Was auch am empfehlenswerten ist, wenn Sie auf Ausdauergeräte, bei Ausdauergeräten bleiben, also zum Beispiel Ergometer, Sitzfahrräder, Laufbänder, Crosstrainer, Sie müssen da jetzt nicht unbedingt Hantelbänke und Brustmuskeltrainer und Butterflies und Kabelzüge hinstellen. Sie wollen die Leute nicht zu Schwarzeneggers machen. Die müssen gesund bleiben. Wenn Sie natürlich auch repräsentieren, wie zum Beispiel eine Bank, die auch mit Kunden spricht, spricht nichts dagegen, dass die Herrschaften gut durchtrainiert sind. Da wird bestimmt keiner sagen, ein durchtrainierter Mann, mit dem rede ich nicht. Sondern da ist schon was anderes. Aber wenn Sie natürlich nur, ich sag mal, Support über das Telefon machen, also Kommunikation über Entfernung, das ist jetzt nicht so dramatisch. Also Ausdauer ist wichtiger als Kraftgeräte an dem Punkt. Und ganz wichtig an der Stelle, wenn die Leute viel reden sollen, überlegen sie sich zweimal, ob es sinnvoll ist, sich eine Krawatte umschnüren zu müssen, weil sie engen damit die Luft ein. In einem Kommunikationsunternehmen ist das nicht unbedingt der sinnvollste Schritt. Das hat auch Google inzwischen begriffen. Ne? Und auch wenn es bei der Ausdrucksweise helfen kann und vielleicht die Wortwahl etwas beeinflusst, wie man selber gekleidet ist, so halten wir alle beide es doch nach wie vor für wichtiger, dass ordentliche Kommunikationstrainings, das zwanghafte Businesskleidung tragen, das wäre an der Stelle das Stichwort, ersetzt, wenn nicht gar verbessert. Und natürlich fachliche Bildung, weil wenn die Leute fachlich und kommunikativ geschult sind, ja, dann kommen sie nicht in die Verlegenheit, dass sie die Leute anpöbeln müssen am Telefon, weil sie keine Ahnung haben. Okay, ich meinte das jetzt auch eher im Sinne von der Motivation dann auch nochmal her. Also wenn quasi die Leute, sie haben IT-Nerds, die rennen selten in Schlips und Kragen rum. Sicherlich gibt es solche, aber das ist eher die Minderheit. Und wenn sie jetzt nicht super Gehalt zahlen, werden sie da wahrscheinlich diese Leute auch nicht kriegen, sondern die kommen dann meistens in T-Shirt und Jeans an. Ist doch okay. Solange sie ihre Arbeit vernünftig machen und nicht repräsentativ für ihr Unternehmen draußen Kunden werben. Was spricht denn dagegen? Aber nichts ist schlimmer, als wenn es halt demotivierende Eigenschaften in ihrem Unternehmen gibt, zum Beispiel wie bei der Kleiderordnung, die unsinnig sind.
führen Sie da auch ruhig eine Umfrage ein und holen sich mal das Feedback ein. Weil wenn jetzt zum Beispiel 50% sagen, Mensch, Schlips und Kragen finde ich super, ja, können wir beibehalten, ja, dann können Sie es auch drin lassen. Genau. Wenn jetzt aber 90% sagen, nee, das ist totaler Mist, ja, dann sollten Sie vielleicht mal ein bisschen auf Casual Look. Also jetzt nicht mit Schlappen und abgewetzten Turnschuhen und löcherigen Socken und so, das natürlich nicht. Aber so wie die Leute auch einkaufen gehen würden, halt in Jeans und Polohemd. Was spricht denn dagegen? Ja, das Einkaufen ist vielleicht nicht der. Ich frage mal, vielleicht wie die Leute ihre Oma besuchen würden oder sowas ähnliches, also einen normalen Anlass wahrnehmen würden. Weil einkaufen, wir. Ja, okay. Dann gehen die Leute in Aldi oder zum Discounter ihrer Wahl in Jogginghose und zerrissenem T-Shirt und. Ich kann an der Stelle nur den Adolf Dassler zitieren. Also eigentlich nicht Adolf Dassler, sondern irgendwen anders, aber bei ihm passt das so, Zitat so schön. Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Dem schließe ich mich nur bedingt an, weil nicht so schlimmer als in einer Jeans trainieren zu müssen. Okay, für den Anlass natürlich. Zum Sport darf man schon mal Jogginghosen tragen, aber auf der Arbeit und beim Einkaufen sollte man es vielleicht sich doch nochmal auf die Außenwirkung einlassen. Okay, gut, wäre ich jetzt soweit durch? Ich an der Stelle auch erstmal soweit. Also wie gesagt, wir haben die gesunde Ernährung im Pausenraum bei 24/7 Schichten, also wenn sie Schichten oder sehr lange Projekte, dass die Leute sehr lange in ihrem Unternehmen bleiben, also pro Tag, wenn die sehr lange Projekte haben und auch keine Überstunden machen dürfen, dann sollten sie denen das auch ermöglichen. Ruheräume sind da zum Beispiel auch noch ein Punkt, den ich unbedingt ansprechen kann. Dann sprich ich den mal kurz an. Ich verabschiede mich jetzt mal an der Stelle. Frauenruheraum. Und wir sehen uns im nächsten Video. Also nicht nur der berühmte Frauenruheraum, sondern zum Beispiel auch ein Ruheraum allgemein. Und da reicht es schon, wenn Sie je nach Mitarbeiterzahl pro Abteilung da ein, zwei Couchen und vielleicht noch einen sehr bequemen Sessel oder eine ganz normale Schlafliege reinstellen, so eine Couchliege. Das reicht schon vollkommen aus. Dann können die Leute nämlich eine halbe Stunde in ihrer Mittagsschlafe, in ihrer Mittagspause, sorry, ein Schläfchen halten und sind nach der Mittagspause wieder viel motivierter. Glauben Sie mir, das bringt vor allen Dingen auch wieder bei Schichten, wenn die Leute schon früh um 6 anfangen und dann bis 15 Uhr durcharbeiten müssen, dann haben sie ab 12 Uhr nur noch Zombies. Oder ab 11 Uhr. Bieten Sie denen stattdessen die Möglichkeit an, ein halbes oder gar eine Stunde Schläfchen zu halten, Mittagspause, dann werden die auch bis zum Ende top motiviert da sein, haben auch viel mehr selber von ihrem Tag, gehen also auch viel entspannter raus und kommen dann am nächsten Morgen auch viel entspannter. Also ich fasse nochmal zusammen, Ruheräume, gesunde Angebote im Pausenraum, also an Snackautomaten, an Snack- und Getränkeautomaten, eventuell eine 24-7-Kantine oder eine gesündere Kantine, die zum Beispiel auch abgepackte Angebote rund um die Uhr anbietet. Das kann man über Automaten machen. Da muss nicht unbedingt eine Küchenkraft die ganze Zeit da sein. Das kann man vorbereiten und kühlen. Ein Wiener Schnitzel geht natürlich nicht, aber es bleibt ja sowieso bei gesunden Sachen wie Salaten oder mal einen Obstteller und dergleichen. Das kann man abpacken und vorbereiten. Eventuell, wenn Sie den Platz und die Zeit haben, ein Fitnessstudio. Und was ganz wichtig ist, wenn Sie mehr Frauen in Ihrem Unternehmen wollen, gerade Alleinerziehende, oder wenn Sie allgemein viel freundlicher sein wollen, dann vielleicht mal über eine Betriebskita nachdenken. Also eine Kindertagesstätte nur für Angestellte, die bringt es ungeheuer und Sie entlasten Ihre Mitarbeiter so ungeheuer, weil die einfach nur einmal über die Straße im Zweifelsfall müssen oder sogar auf dem Firmengelände ihr Kind parken können, das ist beschäftigt, das lernt vielleicht sogar noch was. Da können Sie nämlich auch ganz unauffällig schon mal die Kinder an Ihr Unternehmen ranführen und wie toll das doch ist und so vielleicht sogar in frühestmöglicher Form ein bisschen Werbung für den eigenen Nachwuchs machen, also des Unternehmens an Angestellten. Wenn die Kinder das Unternehmen nämlich schon toll finden, in dem Mutti oder Papa arbeitet, dann wollen die da vielleicht auch irgendwann mal hin. Also Nachwuchsrekrutierung kann nie früh genug beginnen. Also wie gesagt, so eine Betriebskita ist Gold wert. Man kann damit auch wunderbar Allgemeinwerbung machen. Und die Leute sind viel motivierter bei Ihnen anzufangen. Sie kriegen auch viel mehr Jobangebote.
Und die Leute sind allgemein auch wieder viel entspannter und arbeiten viel besser, weil sie eben nicht vorher noch einen vorm Job und nach dem Job, also nach ihrer Arbeitszeit, noch eine Stunde durch die Stadt müssen, um ihr Kind aus der Kita abzuholen. Sie fahren auf Arbeit, liefern das Kind ab, holen es nach der Arbeit wieder ab, fahren heim und alles ist erledigt. Dann, wenn sie groß genug sind, in der näheren Umgebung vielleicht noch einen Discounter haben, ordentliche Parkplätze auf dem, ihrem Firmengelände anbieten, nur für Mitarbeiter, dafür aber bitte kostenlos im Idealfall. Und vielleicht noch einen günstigen Anschluss an die öffentlichen Verkehrsmittel. Muss jetzt nicht gleich wie bei gewissen Großkonzernen hier in Berlin sein, dass die ihren zwei S-Bahnen und drei U-Bahn-Stationen alleine für sich haben, weil sie sich über einen ganzen Stadtteil erstrecken, aber der sogar nach ihnen benannt wird. Aber eine schöne Buslinie direkt vom Haus oder ein Straßenbahnanschluss oder je nachdem, was in ihrer Ortschaft ist. Wenn der Ort groß genug ist, dass er sowas hat, und wenn ihr Unternehmen groß genug ist, dann geht da bestimmt was mit den öffentlichen Verkehrsbetrieben. Und das sind so die Punkte, die ihr Unternehmen viel, viel attraktiver machen, die den Leuten das Arbeiten in ihrem Unternehmen viel, viel angenehmer machen, die Krankheitsquote drastisch reduzieren, wir versprechen es ihnen, und ihnen somit trotz eigener Kosten langfristig helfen, Geld zu sparen. Denn motivierte Mitarbeiter sind immer produktiver als Leute, die sich schon davor gruseln, auf arbeiten zu müssen, weil sie eine Stunde vorher schon ihr Kind abgeben müssen und eine Stunde danach nochmal durch die Stadt heizen müssen, um ihr Kind abzuholen und dann noch einzukaufen. Und nichts ist schlimmer als zuckersüchtige Koffein-Junkies, die dann noch gestresst sind. Das sind die unproduktivsten Leute von allen. Und wenn sie das vermeiden können und die Leute ganz sanft da hinauskriegen, versprechen wir ihnen, wird es ihrem Unternehmen in jeder Hinsicht besser gehen. Sie müssen vielleicht ein bisschen investieren, aber glauben Sie mir, das ist eine Investition in Ihre Mitarbeiter und das ist mir die beste Investition, die man machen kann. Schönen Tag. Für Fragen, Anregungen und Kommentare bitte unter dieses Video in die Kommentare schreiben. Über Abonnements und Likes würden wir uns sehr freuen. Und das war's für dieses Video von uns. Schönen Tag noch. Tschüss!